Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Charlies Minecraft-Abenteuern. Ja, ich habe hier wieder eine Aufnahme gestartet, die wahrscheinlich eine eher kurze Aufnahme wird. Denn, ja, ich möchte nicht so viel aufnehmen, bis das neue Update rauskommt, was wirklich eine richtig geile Änderung geben wird. Nämlich, wird dort kommen Schnee oder vielmehr gesagt oder ganz allgemein gesagt Wetter. Ja, darauf freue ich mich schon besonders. Einige von euch oder einige wissen ja vielleicht auch, dass ich schon sehr lange darauf warte, dass der Schnee wiederkommt und er wird dann auch wieder kommen. Was ich sehr schön finde. Da freue ich mich schon drauf, wenn denn hier so da vor der Hütte der Schnee fällt. Weil wir sind ja in einem Schneegebiet, also wird der Schnee fallen. So, und jetzt gerade gehe ich dem Vorschlag eines Zuschauers nach. Nämlich, dass ich das Feuer ja ein nach hinten versetzen könnte. Damit das Glas nicht so sehr im Weg ist. Und das mache ich jetzt auch, weil das finde ich eine sehr gute Idee. Und danach werde ich ein wenig Internetaufräumung betreiben. Ach, Internet. Inventar. Mann. Ja. Und das sieht schön aus. Das kann man so anbieten. Gut. Dann mal gucken. Habe ich hier einen Pilz? Habe ich dort. Ich werde auch hier wieder einen Test machen von wegen Aufnahme. Weil ich habe mich mal im Let's Play Forum so ein bisschen herumgefragt, was man da so machen könnte. Und da hat einer gesagt, ja, Avira beenden, das habe ich jetzt auch gemacht. Also ich habe mich vom Internet getrennt, nur zur Sicherheit. Ich habe Avira beendet, damit das so gut läuft. Was habe ich noch? Ich nehme jetzt mal in einer anderen Auflösung auf. Ich nehme jetzt mal ein Fullscreen auf. Ich weiß nicht, ob das was schlecht was bringt. Ausprobieren kann man es ja. Was mache ich noch? Ich habe Game Booster installiert und versuche das jetzt mal aus. Probiere das jetzt mal aus, wie gut das läuft. Und ja, deswegen wird jetzt auch wieder keine Unterbrechungen kommen. Also ich werde es noch mal ausprobieren, wie das läuft jetzt von wegen Tonverzögerung. Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe nichts, warum ich mir immer Sorgen machen muss. Ja, jetzt werde ich hier ein bisschen Fleisch grillen. Da ist noch genug Kohle drin. Und dort auch. Ich habe jetzt zwar wieder ordentlich Kohle verschwendet, aber wen interessiert das denn schon? Ich habe doch genug. Ich habe mehr als genug Kohle. Und ansonsten mache ich mir noch Holzkohle nach. Holz habe ich auch genug und kann ich genug nachholen und so weiter und so fort. Also das ist alles kein Problem. So, der Hund sitzt die ganze Zeit da auf der Kiste, weil er nichts anderes zu tun hat. Ist soweit auch ganz in Ordnung. So. Da das da mittlerweile ja doch schon etwas knapp da drin ist, in der Kiste dort oben, kommt hier noch eine Kiste hin, wo dann weitergemacht wird, so von wegen na, Stein und so weiter. So, jetzt habe ich hier ordentlich Fleisch, das kommt natürlich hier größtenteils noch mit rein. Also ich nehm wieder zwei davon mit, drei Fleisch. Warum nicht? Und dann kann ich noch vier Brot nehmen. Dann habe ich auch nicht was zu futtern dabei. Ich habe jetzt auch wieder Ingame-Musik an. Spricht auch nichts gegen, weil das andere ist jetzt hier aus. Ich glaube, vielleicht mache ich das noch einmal, eine Aufnahme lang, die andere Musik an.
Mensch, was nehmen denn hier um mich herum? Überall hier die Monsterschaden. Das überrascht mich jetzt. Und wo ist das Skelett überhaupt? Ich sehe das gerade. Ach, da oben. Da ist es. Ja, ich sehe es. Ja, hier hinten ist ganz gut was los. Ich gehe jetzt aber wieder zurück. Was könnte ich noch machen? Da ist ein Zombie. Zombie. Mal sehen, das Inventar ist soweit ganz in Ordnung. Ich kann mir Rüstung herstellen. Das kann ich machen. So. Wieder falsche. Das ist eine Kombination. Mal sehen. Also, ich kann mir herstellen. Was habe ich denn? 18 ist für ein... Mache ich mir erstmal das. Dann kann ich mir noch... 5, da habe ich noch 5. Wenn ich 4 mache, wenn ich 7 mache, habe ich noch 3. Wenn ich 4 mache, dann... Ja, Mensch, da habe ich halt einen über. Nein! Oh, scheiße. Ich bin noch zu doof um... Ah, Mist. Naja. So habe ich noch ein bisschen Rüstung hier über. So, packe ich mal die Fackeln hier mit rein. Oh, hier ist auch viel Krems. Krimskrams drin hier. Viel Zeug, das man nicht braucht oder nicht unbedingt zumindest nicht alles hier braucht auch. Federn habe ich auch, glaube ich, dort. Hier so ein bisschen mehr aufräumen vielleicht. Das. Saplings habe ich auch hier unten drinne. Was hin, die können also rüber. Der Dreck kommt dann sowieso in die andere. Den Eimer packe ich aber wieder hier rein. Gravel kommt in die andere. Cobblestone ebenfalls und das eigentlich auch. Gold, Eisen. Hier ist noch mehr Dreck. Slimeball kommt auch in die andere Kiste. Also erstmal hier Slimeball packe ich dahin. Die Saplings dorthin. Noch mehr Cobblestone dorthin. Habe ich hier noch Platz für Dreck? Ah, ich habe hier auf jeden Fall noch Platz für Cobblestone. Dann mache ich die Kiste erstmal so weit voll, wie es geht. Nee, aber für Gravel habe ich noch Platz. Dann kommt der Cobblestone hier hin. Und Dreck ebenfalls. Dreck fange ich mal hier unten an. Das kommt auch hier rein. Ich habe noch mehr Dreck. So. Dann kann ich mir von hier noch den einen Stone Slab holen. Ja. Und das kommt auch dort unten mit rein. Du kommst dort mit rein. Der Stone Slab. Die Stone Slabs werden hier rausgeholt und dort reingepackt. Ja. Wo ist denn der? Ach, der ist ja ganz nah. Wie putzig. Oh, es wird Sonne. Es wird Tag. Das ist sehr gut. Dann kann ich gleich mal sozusagen einen kurzen Kontrollgang hier rundherum einmal machen. Das Feuer brennt ganz gut. Das ist da ganz in Ordnung. So, du kannst schon mal aufstehen. Ich hoffe auch, zum neuen Update wird die Wolf-KI vielleicht ein bisschen verbessert. Zum Beispiel, dass die ja solchen Blöcken wie Lava-Blöcken, Feuer-Blöcken und Kakteen-Blöcken und so weiter ausweichen. Das wäre ganz praktisch. Und auch tiefe Blöcke, dass die auch tiefen Fällen ausweichen.
Das wäre ganz schön, wenn man die KI so ein bisschen anpasst, dass man nicht ständig auf die Wölfe Acht geben muss. Dann hoffe ich noch, dass man die Kakaobohnen irgendwie anders bekommen kann als nur durch Dungeons. Das wäre auch ein klein wenig blöd. Aber ich freue mich auch auf das Wetter. Ich freue mich auch richtig schon auf das Gewitter. Weil Notch hatte in Twitter geschrieben, dass bei einem Gewitter, also beim Sturm, dass es dann dunkler wird. Bedeutet, dass es auch am Tag, dass auch am Tag Monster spawnen können. Und das finde ich richtig cool, weil Minecraft ist zu leicht geworden. Finde ich. Ich meine, klar, es gibt ein paar Situationen, in denen Minecraft einfach nicht leicht ist. Zum Beispiel, wenn irgendwie um einen herum fünf Creeper oder so sind, aber das ist, wie gesagt, situationsbedingt. Brauche ich den Fall? Nö. Ja, wie gesagt, das ist situationsbedingt nur. Und im ganz im Allgemeinen ist Minecraft nicht schwer. Ich meine, ich laufe nachts, auf meinen Wanderungen laufe ich einfach nachts durch die Gegend. Meistens ohne, dass ich groß Schaden nehme. Also, das sind wirklich nur einzelne Situationen, in denen Minecraft schwer ist, und in den Situationen ist Minecraft dann auch so schwer, dass es unfair ist. Was jetzt nicht schlecht ist, weil solche Situationen sollte es auch in einem Spiel geben. Aber es gibt halt in Minecraft nur, also, oder Minecraft ist nur in solchen Situationen schwer. Und das ist ein bisschen suboptimal. Auch finde ich das eine nette Idee, dass Blitze einschlagen können und Sachen in Flammen setzen können. Auch wenn das Ganze dann durch den Regen sofort wieder gelöscht wird. Was ich auch wichtig finde, weil es wäre blöd, wenn man sich ein Holzhaus baut und das dann sofort abfackelt. Aber wenn dann durch Blitzeinschlag so ein Block zum Beispiel entfernt wird, dann finde ich das Ganze wieder ganz gut, weil, wie gesagt, das erschwert Minecraft so ein bisschen. Und dann hat man auch was zu tun, ab und zu mal das Haus ausbessern, weil da irgendwie drei Blöcke in der Decke fehlen oder sowas. Also von daher finde ich das Ganze schon in Ordnung. So, jetzt bin ich hier. Ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte vom Rundgang ist schon vorbei. Auch sowas hier. Das wird schön, wenn es wieder schneit, dass dann auch so eine Hütte, dass das Dach dann schneebedeckt wird, dass die Bäume, die man nachpflanzt und die ja neu wachsen, schneebedeckt werden. Und dass einfach so ein paar Lücken in der Welt, zum Beispiel hier, wo ein Creeper hochgegangen ist, dass die nach einer Zeit auch wieder schneebedeckt werden. Das finde ich einfach wichtig, und das finde ich auch schön. Ich freue mich richtig darauf. Also das Update finde ich insofern eigentlich sogar noch besser als jetzt das Update 1.4. Ich meine, klar, der Wolf ist super. Ich meine, guckt euch den doch mal an. Der ist total süß. Und er hört aufs Wort. Aber, wie gesagt, das ist das Wetter. Darauf freue ich mich trotzdem schon noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht zuletzt, weil halt die Wolf-KI noch nicht wirklich ausgereift ist und da noch ordentlich Luft nach oben ist. Und ich freue mich auch, dass ich dann endlich die Schneewelt, meine Schneewelt, weiterspielen kann. Weil ich hab für mich privat eine Schneewelt angefangen. Die ist noch aus der Alpha-Zeit. Noch vor dem Halloween-Update. Als es halt noch geschneit hat. Und die ist wirklich auch darauf ausgelegt. Die Welt ist eigentlich total langweilig, aber da, wenn es schneit, dann ist das abends oder nachts richtig schön da, einfach in meinem kleinen Häuschen. Also ich habe so eine richtig schöne Höhle gefunden. Und es ist richtig schön da zu sein und die Schneeflocken zu beobachten und so weiter und so fort. Und dann, jetzt laufe ich schon wieder rum um die Insel. Und dann kann man auch nachts oder ja, nachts
denn Schneebälle sammeln und oder tagsüber Schneebälle sammeln und nachts dann mit Schneebällen auf Monsterjagd gehen. Das macht auch Spaß. Und die werde ich dann auch wieder ein bisschen häufiger spielen. Einfach, weil es denn wieder schneit. Oder auch wenn man einfach mal nur so eine Wanderung macht. Ups. Denke ich mal, wird das auch richtig toll. Seht ihr, genau so etwas meine ich. Dass die KI dann sagt, nee, da ist zu tief, da bleibe ich oben stehen oder suche mir vielleicht einen anderen Weg. Und nicht, dass die da blindlings runterspringt. Genau so etwas meine ich. Genauso, ich müsste jetzt Angst haben, da bei den Kakteen lang zu gehen. Weil der Wolf oder Hund, hier mein kleiner 91, wahrscheinlich da reinrennen wird. Weiß nicht, ob das immer noch die 91 ist. Ne, jetzt ist es die 24. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die Bezeichnung sich immer wieder ändert. Aber das ist ja nicht so wichtig. Also ja. Was kann ich jetzt noch machen? Ich weiß nicht. Ich habe Inventar geordnet. Ich habe ein bisschen was von wegen Update erzählt. Ich hole jetzt noch meinen Hund hier rein. Den heile ich denn. Ah, jetzt ist er da. Den heile ich denn ein bisschen. Ich habe ja Fleisch hier. Ja. Mach mal Sitz. Genau. Ja? Willst du das? Ja? Mal sehen, bist du schon voll geheilt? Ja. Perfekt. Ja, dann ist, denke ich mal... Ja, dann beende ich die Aufnahme hier. Ich meine... Obwohl, nee, ich kann noch einmal hier. Oh, Moment. Ach, Sitz. Genau. Kann ich hier noch einmal abernten? Wenn ich eh nichts anderes zu tun... Ach, scheiße. Wenn ich eh nichts anderes zu tun habe. Ach, nee. Oben sind die. So, da. Und wieder einpflanzen. Ach ja. Okay, wenn ich springe, dann geht's. Ja, dann beruhigen einmal kurz anscheinend. Dann geht es wohl. So wie es aussieht. Okay. So. Zack. Hier ein bisschen Brot herstellen. Ein bisschen, was geht da ja? Entschuldigung, da musste ich kurz Mikrofon ausschalten. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört. So. Ja. Ich denke mal, das war's dann für die Aufnahme soweit. Ich mache jetzt noch halt den Synchronizitätstest. Den Kompass darf ich das nächste Mal nicht vergessen, wenn ich auf Wanderung gehe. Okay, Synchronizitätstest mache ich wieder beim Hund. Also, steh auf und dann mach Sitz. Steh auf. Sitz, nicht, Sitz, nicht. Und Sitz, nicht. Und zur Sicherheit jetzt nochmal Tür auf. Okay. Hier zu. Da gibt es auch noch ein Problem mit der Wasserleiter, aber darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Das wär's dann für die Aufnahme. Ich hoffe, alles ist synchron geblieben. Ja, du kannst einmal kurz baden. Tu das. Ja. Ich hoffe, die Aufnahme war zwar kurz und es ist nicht wirklich was Spannendes passiert, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen.
Ja, dann hoffe ich außerdem noch, dass wir uns dann beim nächsten Mal sehen. Und ich sage, ja, also Tonverzögerung sind da, sind massenhaft da, sind mehr da als genug und ja, Synchronizität ist wirklich was anderes, aber naja, wollte ich nur kurz gesagt haben, dass mir das auch aufgefallen ist. Und außerdem wollte ich auch das beste Hand Tschüss nachholen, weil im Video wurde das aus irgendeinem Grund nicht mit aufgenommen. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und sage bis dahin Tschüss.